Na. Na. Oh, hallo Katze. Hallierliche, meine Freunde. Und hallo Katze. Komm mal her. Hier, komm mal hier. Katze bin ich. Okay. So. Abseits von dieser verrückten Aktion am Anfang, mir war einfach gerade danach, sorry. Hallihallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. So, ich sehe, wir sitzen schon im LKW. Im Pickup. Achso, ein kurzes zuvor. Warum? Was war schon wieder los? Los, Ossos. Wir warten und warten und es gibt nichts Neues von dir. Was ist denn los? Ja, es ist gerade echt wieder, ich habe wieder viel um die Ohren. Es stehen Urlaube an, es stehen andere Besuche bei Verwandten an. Ich bin öfters jetzt mal außer Haus. Jetzt über Ostern bin ich nicht da und vor Ostern bin ich nicht da. Und dann danach pfingstenmäßig, da bin ich dann auch nochmal weg und ja, es ist gerade ein bisschen, jetzt war ein bisschen was mit dem Auto, ich habe beim Auto ein bisschen was umgebaut und danach lief es irgendwie nicht mehr und dann musste ich es erstmal wieder zurückbauen. Ja, lange Geschichte. Ja, Blutspenden habt ihr ja gesehen in dem Video, lief wunderbar. Das war halt auch so ein Ding, warum ich da dann nicht aufnehmen konnte. Und ja, ich habe ja auch noch ein Privatleben, also ja, wie soll ich sagen? Also ich muss mich auch ab und zu mal um meine ehelichen Pflichten kümmern. Ja. Dazu gehört auch Wischen, Saugen, Waschen. Nein, natürlich nicht. Also, naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall gab es deswegen halt schon wieder ein bisschen Ausfälle. Die Musik ist sehr laut. Warum ist die Musik so laut? Das ist ein bisschen heftig. Ich muss mal ganz kurz hier... Oha. Ach, ich weiß, warum die so laut ist. Ah, da seht ihr übrigens meinen Hintergrund. Schön für euch. Wenn es interessiert. So, ich mache mal ganz kurz so. So, jetzt haben wir wieder die 3%. Klick, und da sind wir auch schon wieder drin. Dann gleich, wenn es... Ja, so, da sind wir wieder. So, ich fahre mal los, denn ich fahre hier mit WASD, okay. Ich wollte etwas besorgen. Ich weiß noch nicht mehr was. Vergessen. Verdammt. Ich komme noch drauf, keine Sorge. Moment mal. Ein ganz schneller Rundgang hier mal durch. Hallo Rexy. Ja. Sisa. Na, du brauchst mir nicht hinterherlaufen. Dung 93. Dung kann ich ja theoretisch danach auch noch draufschmeißen, oder? Sollte. Dünger, hier ist noch kein Dung. Verdammt. Hier ist alles beim Alten. Da komme ich jetzt nicht ran. Rexy, geh doch mal rein in die Hütte. Was ist da los? God damn! 817 Euro auf dem Konto. Ich glaube, ich wollte rüber zum John. Kann das sein? Wollte ich zum John? Wir haben ein Feld, haben wir mittlerweile. Moment mal, haben wir nicht. Wir haben keinen Dünger. Aber ist da nicht noch Weizen? Wir haben genug Weizen. Warum haben wir das Feld noch nicht gepflügt? Weil uns Dünger fehlt.
nicht gepflügt, sondern gesät. Aber ich brauche ja auch nicht immer beides, hieß es. Hm, was wollte ich denn tun? Ich hatte doch bestimmt einen Masterplan. Ah, ich sollte echt ab und zu mal meine Folgen angucken. Ich gucke doch meine Folgen nicht an. Nein, so schlimm ist es nicht. Okay, pass mal auf. Also, ich muss jetzt warten. Hallo, Süßer. Ja, du brauchst mir nicht immer hinterherlaufen. Ja. Hier haben wir gepflügt, kultiviert, Dünger und bisschen Dung und 98,6% gesät. Das reicht mir für den Anfang. Und hier haben wir weder Dung noch gesät. So, mit 817 Euro kann ich aber keinen Dung kaufen. Wir haben aber hier ein bisschen was zum Verkaufen und wir haben, glaube ich, unten, habe ich diese Reserven von unten geholt? Kann das sein? Habe ich die auch da drin? Muss ich ganz kurz mal gucken. Auf jeden Fall saß ich im Pickup und wollte irgendwo hinfahren. Jetzt ist die Frage, wollte ich zum Baumarkt fahren und wollte Baumaterial kaufen? Um schon mal anzufangen, weiter zu renovieren bzw. auszubauen. Nein, ja doch, Vorratskammer ist leer. Also gut, das war der Plan, dass wir das Zeug verkaufen beim John und davon etwas kaufen. Die Frage ist jetzt nur, kaufen wir Dung? Aber Dung war recht teuer. Aber ich will halt ungern jetzt schon anfangen mit Renovieren, während hier theoretisch, wobei das wächst eh nicht so lang. Ich renoviere ja hier ja keine 5 Tage rum. Ich mache das ja eigentlich alles an 1-2 Tagen fertig. Oh, jetzt liegt er hier. Hallo. Oh, siehst ja. Und, ja. Ist halt. Ist übrigens, so wie es scheint, ein Deutsch-Drahthaar. So, ich glaube, Deutsch-Drahthaar heißt er. Ich weiß jetzt nicht genau. Jagdhund. Bist du ein Drahthaar? Ja, ein kurzer. Gell? Okay. Ja. Ja. Das wächst ja, also ich muss ja da wirklich schlafen für eine Woche oder so. Das wächst ja wirklich sehr langsam. Deswegen können wir, glaube ich, zuerst mal renovieren. Oder soll ich zuerst säen? Aber wir haben so viele Säfolgen. Ne, die kommen dann. Machen wir jetzt mal eine Renovierfolge und danach, wenn ein bisschen ausgebaut ist, ich guck mal, was ich überhaupt kriege. Ich glaube, so war der Plan. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Dass ich gesagt habe, ja, ich sag immer, Oh, Alter, Audi! Meine Vorfahrt! Was ist da los? Hilfe! Giraffen und Elefanten galoppieren! Du gehst aber nicht da rein. Ja, genau, renn gegens Auto. Wildschaden. Bam! Ja, guck mal, der will da durch. Ha! Sauviechers. Ihr Wilden! Haut ab von meinem Garten! So, John, ich hab dir. Bam! Kaputt. Ich hab dir Waren. Ja, und das Auto ist nicht schade. Den alten, gammligen, rostigen. Einmal dagegen treten. Ah! Oh. Wer sind sie und was haben sie mit John gemacht? Das ist nicht John. Das ist nicht John. John liegt irgendwo tot hinter dem Laden. John! Das ist Mafiosi. Der ist von der kroatischen Mafia. Oh, schöne Details. Insgesamt sehr schöne Textur. Mafiosi! Naja, vielleicht nicht. Aber so ganz koscher sieht er mir nicht aus. Aber seine Augen sind zumindest mal ordentlich im Kopf verbaut. Haben die Texturen, die Models geändert? Habe ich schon wieder ein Update verpasst? Ist da vielleicht... Nein. Ja, aber die hier sehen anders aus, oder? Naja, Hauptsache wir haben so viel... So sehr viel, Dinger hier, Mandarinen. Das ist sein Hauptgeschäft. Mandarinen. Und da unten sind Avocados. Ist das grüne, glaube ich. Ne, müssten Avocados sein. Hier haben wir Beeren. Heidelbeeren. Himbeeren oder so.
Und das da sind, weiß ich nicht, Tomaten? Ja, sind Tomaten. Und was sind da für dunkle dabei? Für dunkle Teile? Tomaten sind doch nicht extra eingepackt oder sind die in Amerika einzeln eingepackt? Wer weiß, es geht ja hier um Amerika. Da kann sowas schon mal vorkommen. Dass jede Tomate, da würde es mich nicht wundern, wenn jede Himbeere einzeln eingepackt wäre. Oh, was haben wir hier? Ih, warum ist es aufgeschnitten? Wer macht denn sowas? Mango, oder? Das hier ist Avocado und das hier ist Mango, soweit ich weiß. Oder ich verwechsel die gerade. Oh, Trauben! Oh, Trauben! Hey, die haben die Texturen geändert, oder? Okay, wir haben Avocado, wir haben Himbeeren, wir haben Trauben. Ah, sehr wenig Trauben. Oh, guck mal, mit Herz. Karan plus Orangen mit Herz. Sehr schön. Wunderbar. Und hier, ist ein bisschen eng hier. Wenn ich jetzt mich hier bück, dann drücke ich hier mit meinem Arsch die Scheibe raus. So. Naja, egal. Aber Hauptsache, die Karten sind immer noch falsch rum drin. Junge, Junge. Dass das keinem auffällt. Ha. So, du, John. Du heißt nicht John, du heißt anders, egal. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Naja, zumindest hat er noch die gleiche Stimme. Er sieht zwar jetzt anders aus, aber... Ja. Lust zu handeln? Klar. Was brauchen Sie? Ich bin doch ein Depp. Okay, die Folge wird etwas länger. Nein, wird sie nicht. Ich habe keine Zeit für längere Folgen. So. Minimal länger wird sie. So, John, du altes Ei. Gucke hier. Wir haben 10 Eier, läschte mir mal. 41 Eier. Karton. Und... Ach komm, die Milch kannst du ganz haben. Zack. So, haben wir wieder 1300. Dann von den Äpfeln kriegst du auch noch ein paar. Komm, kriegst 32 Stück. Wir kriegen ja alles wieder, ist ja gar kein Problem. So, die Würste, die würde ich gern behalten. Obwohl, wir geben dem Rex auch keine Wurst mehr, oder? Den haben wir ja jetzt lieb. Der ist ja jetzt bei uns zu Hause. Den kann man ja jetzt nur noch streicheln. Aber es hieß, man muss ihm ab und zu was zu essen geben. Also der Hund ernährt sich nur von Wurst. Sowas wie Hundefutter oder sowas kriegt es da nicht. Der kriegt nur Wurst. Das ist ein sogenannter Fastfood-Junkie-Wursthund. Der braucht nur Wurst. So. Ich muss irgendwas, muss ich mit meinem Mikrofon-Mikroskop, wollte ich gerade sagen. Mikrofon machen. Das ist etwas leiser geworden in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Wenn ich vielleicht so mache. So ist es ein bisschen lauter, ein bisschen klarer, aber man hat auch Poplaute. Okay, ich höre schon auf. Entschuldigung. Überzieher Lee wieder drüber. Ja, ich. Das rote Procaster, das steht schon auf meinem Wunschzettel. Es braucht nur noch ein bisschen Kohle. Dann kaufe ich das Dingen. Nein? Nicht mehr? Okay, gut, dann. Also da hinten, habt ihr es gesehen, ist nicht mehr. Ja, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ignoriert mich, schön. Na gut. Aber geht's zum Baumarkt da drüben, ne? Also gut, ja, wie gesagt, das rote Procaster steht schon auf meinem Wunschzettel und da das sehr viel weniger rauscht und einen integrierten Popschutz besitzt, also quasi einen Windschutz innen drin, werde ich das dann ohne Popschutz bzw. ohne diesen Pflaum hier, diesen Windschutz betreiben können. Und das hat einen XLR-Anschluss, das heißt, ich werde mit Mischpult arbeiten müssen, einerseits, andererseits sehr gut, denn ich kann übers Mischpult schon mal die Rauschintensität und alles vorher einstellen. Ich hole mir dann so ein kleines Behringer. Mischpult gibt's ab 45 Euro schon, 4 Kanäle.
Und das werde ich mir dann auch noch dahinstellen. Und dann ist das alles schon voreingestellt. Und dann ist der Ton besser, wenn ich denn dann mal irgendwann Geld übrig habe. So, Möbelhaus. 1250 für eine Küche. 850 für ein Badezimmer, Schlafzimmer. 1350. Achso, das hier könnten wir uns alles leisten. Um stattdessen ein Baumaterial zu kaufen, schaue es dir genau an. Das brauchen wir. Keramikdach. Wie viel ist das? Wir brauchen mehr, glaube ich. 100 Stück. Diesen Boden im Ding. Keramikfliesen für im Haus drin. Was haben wir noch? Betonputz. Soweit sind wir eigentlich noch nicht. Ne, da machen wir zuerst mal. Machen wir zuerst mal die Dächer fertig. Aber ich warte mal noch mit den Dächern. Ziegel. Ja, Ziegel sind immer gut. Da können wir sogar zweimal kaufen. Hä? Müssen wir die zuerst weg verschaffen? Oder habe ich jetzt ganz viele? Nö, hab nur 100 Stück. Okay. Reicht's nochmal für... Nein. Für Ziegel würde es noch reichen. Oh nein, ich Idiot. Die wollte ich doch kaufen. Reicht nicht mehr. Zu wenig Geld. Ich habe die falschen Ziegel gekauft. Ich Depp. Rauputz. Kaufen wir nochmal Rauputz. So. So, jetzt haben wir unsere Giraffe hier mal an der Rampe. Nehmen wir mal auf. Steigen wir ein. Fahren wir nach Hause. Habe ich jetzt alles aufgenommen? Die ganzen 100? Weiß ich gar nicht. Fahren wir hier durchs Gemüse. Ich wünschte, ich hätte schon den Kranwagen. Den Pritschenwagen mit dem Kran dran. Dann könnte ich jetzt das ganze Zeug hinten drauf schmeißen auf die Ladefläche. Ich meine, wir haben hier einen Pickup. Würde theoretisch gehen, aber alle Mitarbeiter des Baumarkts, die fähig sind, einen Gabelstapler zu bedienen, sind gerade Mittag. Denn wir haben 13 Uhr. Jetzt kommen die dann wahrscheinlich bald so langsam aus dem Mittag zurück, wenn sie denn dann noch Lust haben zu arbeiten. Aber mir wurde gesagt, dass diese Arbeitslust... Was tut da so? Ach, da draußen scheppert irgendjemand mit den Mülleimern rum. Hey, war doch gar kein Müll. War denn Müll? Nicht, dass ich wüsste. Naja. So, ich stelle mal hier die Karre hin. Okay, was haben wir jetzt aufgenommen? Ziegel, glaube ich, ne? Keramikdach, ja. Da waren wir nämlich hier. Dann gehen wir mal hier hoch, machen wir hier. Mit unserem Keramikdach weiter. Ja, genau. Yeah. Alright. Schade, dass sie das rausgepatcht haben. Im Moment, die sind ja voll kaputt. Neues Keramikdach. Seht ihr das? Hier kaputt. Hier kaputt. Hier voll eingerissen. Der hier voll kaputt. Was ist das denn hier? Ich will mein Geld zurück. Da ist ja das hier noch besser. Mit Schmand dazwischen. Sowas. Voll das hässliche Dach. Für so viel Geld. Gibt's ja gar nicht. Nee, schade, dass sie das rausgepatcht hatten. Haben. Früher ging das ja. Man hat sich so einen Stapel von irgendwas geholt und hatte einfach unendlich davon. Also konnte alles mit einem Stapel fertig machen. Ja, klar, ist natürlich Schwachsinn, ich weiß. Schade eigentlich. Wie sieht's denn aus? 60 haben wir noch, 40 haben wir verbraten. Rex? Nein. Nein, böser Hund.
Nicht hoch aufs Dach, nein. Lass das mal. Nein, mach das nicht. Nein, ja, du Süßer. Und tschüss. Rex, wo bist du? Du bist durchs Dach geglitscht. Mein Hund, der ist durchs Dach geglitscht. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Mein Hund, der ist durchs Dach geglitscht. Oh, jetzt ist er weg. Warum ist das hier so? Ach nein, da ist er wieder. Hallo, Rex. Hey, Rex. Tot. Zum Glück gibt's hier keinen Fallschaden. Hund, spring! Ich fang dich! Oh, ist schon da. Ist auch runtergesprungen. Hund hat auch keinen Fallschaden. Ja, süßer Hund. Kein Fallschaden. Ja. Ja. Streicheln. Ja. Okay, Dach ist fertig. Das heißt, weg mit dem Gerüst. Das Gerüst, das wird vermisst. Weg mit dem Gerüst. Das Gerüst, das wird vermisst. Oh, haben wir hier schon? Ja, auf dem Hühnerstall. Ey, ich will aufs Dach. Oh, ich kann... Naja. Hühnerdach ist fertig. Kuhdach ist fertig. Dachdach? Ist nicht fertig. Okay, machen wir Dachdach? Oder machen wir zuerst, andere Dächer? Komm, machen wir das Dach hier fertig. Dachdach können wir dann... Also, Hausdach können wir dann mal anders machen. Warum? Ich will... Nein, ich will hier hoch. Ich will nicht da 5 so eine Dinger hinstellen müssen. Und das geht nicht, weil... Weil wegen? Hier, da geht's doch. Ah, Bauergerüst. Wow, was hat die Maus da jetzt gemacht? Hilfe. Hilfe. Ah, ich hab gerade auf meinen Timer gedrückt. Ich hab gerade hier auf die 10 gedrückt. Ich habe ja, weil ich vorher den nicht gestartet hatte, schon 10 Minuten hatte, bin ich zurück von, da steht normal 20 Minuten. Bin auf 10 Minuten gegangen. So, jetzt habe ich gerade auf die 10 gedrückt mit dem Finger und mit der anderen Hand auf der Zifferntastatur von der Tastatur auf dem Ziffernblock 20 eingegeben. Ah, geil. Junge. Ja, gerade schon wieder. Mann, hier, zack. 2-0. Okay. So, Freunde, ihr wisst, was das heißt. Mist, die Kacke aber auch. Folge vorbei. Ich leg mal das Gerüst aus der Hand. Oh, was habe ich hier? Ah, Ziegel. Hey, willst du auch Ziegel? Ziegeln, Rex. Tick, 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 tick. Ziegeldach auf dem Hund. Ha. So, ja, meine Freunde, ihr wisst, was das heißt. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei Farmers Dynasty. Und ich gucke, dass ich so viele Folgen wie möglich hinkriege, dass wir was zu gucken haben. Denn ich weiß ja, ich werde wieder nicht zum Aufnehmen kommen. Wenn ich jetzt nicht da bin, ich bin jetzt nur noch 2 Tage hier und dann... Naja, bis dahin. Tschüss!